Pech gehabt, so könnte das Motto von Ralf seit Saisonbeginn lauten. Kollisionen, eine umherfliegende Motorhaube, Motorwechsel in der Qualifikation, Strafversetzung. Trotz starker Leistungen im Rennen, Ralf wird es nicht einfach gemacht. Ja, ich muss sagen, ich habe von meiner Seite noch einiges zu tun. Man hat ja gesehen, wir sind jetzt wieder zurück, das Auto hat einen ganzen Schritt nach vorne gemacht. Und ich muss selber mich noch ein bisschen einschießen, das ist mir jetzt während des Rennens auch noch besser gelungen. Und ich hoffe, dass ich das dann im Nürburgring auch für mich nutzen kann. Ein wenig anders vorgestellt hat sich auch Timo den Auftakt der neuen Saison. Nach Position 2 in Hockenheim blieb am Eurospeedway Lausitz nur ein enttäuschender 5. Platz. Dennoch, er führt wie in seiner Meistersaison die DTM-Fahrerwertung nach 2 Rennen an. Unser Ziel war ganz klar und ist ganz klar zu punkten bei jedem Rennen. Und das ist in der DTM extrem wichtig. Du kannst dir keinen Ausfall, keinen Nuller leisten, wenn du um die Meisterschaft kämpfst. Und Titelverteidigung war immer ganz klar mein Ziel als Titelträger. Demzufolge Tabellenführung. Momentan läuft es nach Plan zumindest, was das betrifft. Timo holt sich seine Kraft und Energie für die Rennwochenenden in seiner Freizeit. Er verbringt so viele Momente wie nur möglich mit seiner Verlobten Jasmin Rubato und dem gemeinsamen Sohn Loris. Ja, ich denke, da ich ein Familienmensch bin, ist es für mich was ganz, ganz Wichtiges, dass mein Umfeld zu Hause stimmt. Und da probiere ich mir wirklich das Umfeld auch so zu schaffen, wie ich es brauche, um mich wohlzufühlen. Und die Jasmin unterstützt mich da in allen Lebenslagen so, dass ich auch das bekomme. Und das Schönste ist natürlich für mich mittlerweile mit unserem 5-jährigen Sohn Loris, dass es wirklich richtig Freude macht, nach Hause zu kommen eben. Und wenn dich jemand begrüßt und dir in den Arm springt, ja. In 3 Wochen geht es an den Norrisring. Auch am Dutzenteich machte Ralf bereits Bekanntschaft mit dem Rennpech. 2008, auf Platz 9 liegend, explodierte beim Publikumsliebling die Bremsscheibe. Timo hingegen hatte Glück. In der letzten Kurve nutzte er einen Fehler von Markenkollege Matthias Ekström und sicherte sich noch den 3. Platz. Die DTM und ihre Fans freuen sich auf den Norrisring, das 3. Rennen der Saison. Was sagen die anderen zum Duell? Challenger fordert Champion. Mehr dazu gibt's in der nächsten Folge.